Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte, ich nehme mich heute mal wieder so ein bisschen mit durch unseren Tag. Und wir haben es jetzt 9 Uhr, es klingelt gerade hier, die Glocken klingeln gerade. Und wir sind jetzt gerade runtergekommen. Die Kleinen haben mich heute bis um 8 Uhr schlafen lassen. Und haben dann gerade noch so ein bisschen gekuschelt oben im Bett und ein bisschen rumgealbert. Und jetzt habe ich sie gerade frisch gemacht, also habe einmal eine neue Windel gemacht und sie einmal gewaschen, neu umgezogen und so. Und jetzt wollte ich gleich eventuell zu Rossmann, weil ich gerade ein Video gesehen habe auf YouTube über nachhaltige Putzmittel. Und ich finde auch, das ist ein Thema, wo man einfach nicht wegschauen sollte. Und ja, wenn man überlegt, was wir alles in die Umwelt kippen, dann kann man da auf jeden Fall auch was tun. Und das wollte ich heute in Angriff nehmen und dann eventuell ein paar Sachen kaufen bei Rossmann dafür. Weil ich habe da, wie gesagt, ein Video gesehen und war da echt total überzeugt von. Ja, jetzt werde ich aber gleich erstmal schnell frühstücken, wenn die Kleine mich lässt. Die sitzt gerade hier in dem Hochstuhl. Und ich hoffe, ich darf überhaupt mal frühstücken. Wir haben nämlich unseren Nomi-Hochstuhl umgebaut. Und zwar, ja, sitzt die Kleine jetzt hier drinne. Den kann man ja, also den Hochstuhl kann man von Kleinkind bis Teenage-Alter benutzen. Ja, also da war ja vorher diese Babyschale drauf, dieses Ding da. Und jetzt ist hier eben eine Fußablage, ein Sitzpolster hier mit Sitzkissen so richtig. Und wir haben hier auch noch so einen Bügel. Und hier drauf ist sogar noch so ein kleiner Tisch. Genau. So, und halt hier eben hier die Rückenlehne. Oh, möchtest du die Kamera haben, mein Schatz? Ja, die ist richtig kameraverrückt. Oh, was Tolles, ne? Oh nein, nicht essen. Oh, oh. Na! Sie möchte. Oh nein, nicht das Essen, Bibi. Oh, Lia. Tun, wir haben uns nämlich gestern hier einen neuen Wickeltisch gekauft. Und der steht jetzt hier bei uns unten im Bad. Weil ich die Kleine immer auf dem Sofa wickel. Ja, weil es muss manchmal schnell gehen und dann macht man es halt unten schnell, bevor man hoch ins Babyzimmer geht. Und ja, deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, so einen kleinen Wickeltisch zu kaufen, hier für das Bad hier unten. Und es ist jetzt das erste Mal, habe ich sie jetzt heute gewickelt und es ist viel, viel besser. Also jetzt immer auf der Couch, das ist einfach total nervig und deswegen... Ja, den wollte ich jetzt nachher noch einrichten mit euch, weil da liegt jetzt bis jetzt nur eine Decke drauf, weil die Wickelunterlage ist noch bei Felix im Auto. Die haben wir da gestern dann vergessen und jetzt ist er zur Arbeit gefahren damit. Deswegen habe ich da jetzt eine Decke drauf, eine Wickelunterlage und ja, wollte dann nachher noch die ganzen Stoffwindeln einsortieren, die wir für hier unten brauchen und das Windelvlies und sowas. Das wollte ich dann nachher mit euch zusammen machen. Ja, vielleicht habt ihr da, vielleicht braucht ihr da auch solche... So eine Ideen für irgendwie, vielleicht habt ihr das gleiche Problem oder so. Genau. Ich finde das wirklich sehr, sehr praktisch bis jetzt. Schauen wir mal, ob ich das wirklich so nutze oder nicht, aber ich denke schon. Ja, das ist hier eben so ein kleiner Wickeltisch von Ikea. Kennen vielleicht einige. Und genau, da habe ich jetzt hier eben diese Decke drauf und eine Wickelunterlage. Genau, aber da wollte ich jetzt nachher eben... Hier noch ein paar Sachen einsortieren. Hier liegt schon unser Windelvlies, was ich gerade brauchte. Aber genau, wollte jetzt eben nachher das alles einsortieren. Und hier kommt hier natürlich nachher auch die richtige Wickelunterlage rauf. Ja, wir wickeln jetzt schon seit 2 Wochen mit Stoff. Und ich muss bis jetzt wirklich sagen, es ist nicht schwerer als oder anstrengender als Wegwerfwindeln. Also ich habe mir das wirklich viel, viel schwerer und anstrengender vorgestellt. Und ich bin bis jetzt immer noch Feuer und Flamme dafür. Ich mache das auf jeden Fall weiter. Es macht super viel Spaß, finde ich. Es ist, wie gesagt, nicht viel mehr Arbeit und es ist einfach viel, viel besser für die Umwelt. Also klar, mit dem Waschen und so, das ist schon doof, aber es ist einfach gar kein Problem, ganz ehrlich. Also ich bin da total für und bis jetzt klappt alles super. Das ist schon wieder Spielzeug runtergeworfen. Schau die ganze Zeit auf den Hund, der sitzt hier unten bei mir. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt kurz was frühstücken, mich dann fertig machen. Ich denke, dann fahren wir kurz zu Rossmann und ich muss noch ein Paket aus der Packstation holen. Ja, dann mal schauen. Aber an so einem Tag ist ja auch einfach nichts dran, ne? Jeden Abend denke ich mir,
Was hast du heute schon wieder gemacht? Nichts. An so einem Tag ist einfach nichts dran. Ja, und dann besteht der Morgen eigentlich nur aus Spielzeug wieder aufheben, weil die Kleine es runterschmeißt. Und wie soll man da bitte frühstücken, Leute? Also ich persönlich komme fast nie zum Frühstücken. Und ich glaube, einige von euch haben dasselbe Problem. Da macht man sich einen Toast fertig, ja, weil man frühstücken möchte. Und in dem Moment weint die Kleine und dann muss man sich erstmal um die Kleine kümmern. Und in der Zwischenzeit wird das Toast steinhart. Wer kennt diesen Moment? Bitte einmal in die Kommentare. Ja? Und deswegen habe ich was für euch. Mir hat nämlich YFood was zugeschickt. Und zwar das hier. Einige von euch kennen das schon. Das haben sie mir auf Instagram nämlich geschrieben. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin einfach begeistert. Wirklich. Genau in solchen Momenten wie jetzt. Die Kleine möchte einfach komplett meine Aufmerksamkeit. Ist sowas einfach genau das Richtige. Das ist ein Getränk, was als volle Mahlzeit gilt. Das heißt, ihr werdet davon satt, es sind alle Vitamine drin, die ihr braucht. Und es ist auch besser als ein Toast, glaube ich. Und jetzt muss ich schon wieder das Spielzeug aufheben. Ja, Felix hat es bei einem anderen YouTuber entdeckt und war direkt Feuer und Flamme dafür. Er wollte das für den Weg zur Arbeit haben, weil er morgens einfach nicht viel Zeit hat zum Frühstücken. Und dann wollte er das sozusagen auf dem Weg zur Arbeit trinken und dann ist Ersatz sozusagen. Und er lebt dazu auch noch richtig gesund, weil Felix ist nicht so der Mensch, der ja total viel Gemüse isst oder so. Und dementsprechend ist es einfach genau das Richtige für ihn. Er hat jetzt schon ein paar Tage mit zur Arbeit genommen und er muss wirklich sagen, das ist wirklich genau das, was er sich vorgestellt hat. Genau das, was er die ganze Zeit gesucht hat. Und ist einfach total begeistert davon. Und auch ich, wie gesagt, ist einfach super praktisch. Jetzt nehme ich die Kleine auf den Arm, trinke davon mein Glas aus und dann ist gut. Dann bin ich erstmal gesättigt und kann dann später mal ein Brot essen oder Mittagessen. Du willst auch, ne? Willst du auch? Nee, Bibi. Nee, das ist noch nichts für dich. Nein. Ich habe mir das hier gerade in ein Glas umgefüllt. Ja. Und wie gesagt, geht super einfach, auch mit Baby auf dem Arm. Und genau, ich habe jetzt hier Schokolade genommen. Aber mein Liebling ist tatsächlich Vanille. Und Felix' Liebling ist, glaube ich, auch Vanille. Ja. Da ist immer ein halber Liter drin. Und das ist eben eine ganze Mahlzeit. Und das ist reich an Proteinen, Ballaststoffen, 26 Vitamine und Mineralien, laktosefrei, glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Also richtig, richtig toll. Hinten sind auch alle Vitamine einzeln aufgeführt. Also echt Hammer, was da alles drin ist in so einer kleinen Flasche sozusagen. Ja, also wie gesagt, ich bin echt mega begeistert. Und werde es auf jeden Fall noch weitermachen und weiter testen für euch. Ja, es gibt davon, wie gesagt, noch Vanille. Das sieht dann so aus. Und es riecht, oh mein Gott, es riecht so krass nach Vanille. Richtig, richtig lecker. Und dann habe ich hier auch noch so einen Himbeergeschmack. Der schmeckt auch richtig gut, schön fruchtig. Ja, aber wie gesagt, unser Fall ist wirklich so, ne? Unser Favorite hier ist Vanille. So, meine Lieben, ich habe jetzt ziemlich lange nicht mehr gemeldet. Die Kleine hat jetzt vorhin noch ein bisschen geschlafen und in der Zeit habe ich Wäsche aufgehängt. Tada. Und was hier heute für ein Verkehr, ey. Unfassbar. Ja, also Wäsche habe ich aufgehängt. Dann habe ich gerade jetzt einen Kuchen im Ofen. Ich dachte, ich backe mal wieder einen Kuchen. Habe da irgendwie total Lust drauf gehabt. Und jetzt bin ich mit der Kleinen hier draußen. Die Kleine sitzt hier gerade im Kinderwagen. Und wollte jetzt kurz einmal ins Auto gehen, weil da muss ich immer was rausholen für die Kleine. Und ich habe jetzt vorhin den Wickeltisch im Badezimmer fertig gemacht, habe alles eingerichtet und so. Und das zeige ich euch nachher, wie ich das gemacht habe. Ist noch nicht ganz fertig, also ich bin noch nicht so ganz zufrieden, aber ich zeige euch das nachher. Und jetzt warten wir noch auf die Post und dann geht es nachher zu Rossmann, nehme ich euch auch mit.
Und ich habe jetzt seit heute Morgen noch nichts gegessen. Und ich muss wirklich sagen, ich bin noch richtig gut gesättigt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie total Hunger habe oder jetzt unbedingt was essen muss, sondern wir haben es jetzt gleich 2 Uhr und ich bin noch gesättigt. Also ich sage schon so, okay, ich würde jetzt gleich schon Mittag machen. Aber es ist so, dass ich auf jeden Fall gut gesättigt bin und ja, total zufrieden bin mit Y-Food. Also das hätte ich niemals gedacht, dass das wirklich so viel bringt. Ich werde jetzt nochmal auf Felix warten, auf seine Meinung. Vielleicht erwische ich ihn und er kann seine Meinung selber hier in dem Video sagen. Wäre ja auch mal ganz cool, wenn er da auch nochmal seine Meinung abgibt, weil er nimmt das ja wie gesagt immer mit zur Arbeit. Ja, also hier trocknen jetzt auch schon unsere Stoffwindeln. Hier. Die müssen natürlich auch immer gewaschen werden und so. Und die Hunde laufen hier auch so ein bisschen draußen rum. Ich muss die gleich noch füttern. Und genau, die Kleine hat jetzt in den Sportsitz gewechselt hier. Bei My Junior haben wir in den Sportsitz gewechselt. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das ist der My Junior. Beim Jules haben wir noch die Wanne, weil, ja, ich habe das jetzt gestern das erste Mal gemacht mit dem Sportsitz und wollte erst mal gucken, wie nimmt sie das so an. Und sie macht es auf jeden Fall schon richtig, richtig gut. Also ihr seht, sie sitzt richtig gut drin. Und wir haben gewechselt, weil sie schon alleine sitzen kann. Und deswegen dachte ich, passt das schon, können wir sie jetzt auch in den Kinderwagen setzen. Und genau, jetzt sitzt sie hier drinnen. Noch nicht auf, ja noch nicht ganz, komplett. Also wir haben hier auf jeden Fall noch, sie liegt noch so ein bisschen. Und jetzt gehen wir kurz ins Auto. Hier ist hier so ein Schüppchen. Und hier hat sie noch ein Spielzeug. Voll gespuckt sind wir auch wieder, ne, mein Schatz? Genau, wir haben hier auch den Fußsack von Kueka drin. Der ist richtig, richtig toll. Mein Handy liegt hier auch noch. Und der Autoschlüssel, weil wir, wie gesagt, gleich ins Auto wollen. Genau. So, und eigentlich schnalle ich sie auch an, Leute. Nicht, dass da wieder Kommentare kommen. Ja, aber jetzt werden wir erstmal schnell ans Auto gehen. Ja, und bevor da auch irgendwelche Diskussionen wieder beginnen. Die Kleine sitzt schon seit bestimmt 2-3 Wochen. Sitzt sie alleine. Und deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, den Sportsitz zu setzen. Und wie gesagt, im Jules, also im anderen Kinderwagen, haben wir das noch nicht gemacht, weil ja, da liegt sie noch sehr gerne in der Wanne drin und deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Bei My Junior ist es so, dass die Wanne ja eine kleine Sitzposition hat und sie eigentlich immer sowieso da in der Sitzposition saß. Also als sie noch nicht sitzen konnte, natürlich nicht so häufig, aber jetzt, wo sie sitzen konnte, saß sie immer so mit dieser kleinen Lehne da. Und deswegen habe ich gesagt, komm, dann können wir das auch umbauen. Das ist gar kein Problem. Oder macht ja gar keinen Unterschied. Und dementsprechend, ja, sitzt sie jetzt so. Und bis jetzt ist es auch, klappt es richtig gut. Und sie findet es auch total toll. Sie kann alles sehen. Aber ich lasse sie auf jeden Fall noch sehr, sehr lange zu mir gerichtet. Also, dass ich sie halt sehe, weil das wäre sonst viel zu viel Überforderung. Das würde noch gar nicht gehen. Das merkt man auch schon. Genau, ich habe auch ganz oft das Verdeck unten einfach, dass sie nicht so viel mitbekommen. Ans Auto, wenn ich da noch was drin habe. So, können wir auch schon wieder reingehen. Achso, Post kann ich noch eben gucken, ob die Post schon da war. Nee, noch keine Post, aber die Nachbarn kochen lecker. Riecht gut. So, ich muss auch schnell wieder rein, wegen meinem Kuchen. Der ist ja im Ofen. Schnell, wieder rein. Ich schaue jetzt noch einmal, ob schon ein bisschen Wäsche trocken ist, aber nee, die ist noch nass, aber wir haben echt schönes Wetter. Muss das echt noch nutzen hier. Ab morgen soll ja richtig schlecht werden bei uns. Ja, deswegen nochmal schnell alles draußen trocknen, aber die sind noch richtig nass, ja. Die sind noch richtig nass. So, und das ist unser Wickeltisch. So sieht das Ganze aus. Also hier oben, wie gesagt, die Decke und nachher kommt da die ordentliche Wickelauflage rein. Hier die wasserabweisende Unterlage. Dann habe ich hier unten jetzt alles eingeräumt, einmal unser Windelvlies. Dann habe ich hier meine selbstgemachten Waschlappen, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt, hier auf YouTube. Die habe ich selber gemacht, richtig easy. Eine Seite mit Jerseystoff, die andere mit so einem Frottee hier. Habe ich einfach alte Waschlappen auseinandergeschnitten. Hier und dann die eine Seite so schön vernäht. Genau, und die sind echt richtig, richtig super. Also die nehme ich immer jetzt für den Popo. Einfach meinen Feuchttuchersatz. Und das ist einfach so genial. Da habe ich jetzt hier auch ganz verschiedene.
Auch hier ein bisschen was Jungshaftes, aber ich habe einfach meine ganzen Stoffreste zerschnitten und da was draus gemacht und die sind echt wirklich richtig genial. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt. Wenn ihr Interesse habt, schreibt mir gerne. Ich habe auch schon welche Freunde gemacht und so. Das ist wirklich ganz, ganz einfach. Ja, und die habe ich jetzt, wie gesagt, hier. Einfach schnappe ich mir mal ein und hinter mir das Waschbecken mache ich die einmal kurz nass, gar kein Problem. Hier habe ich jetzt in so einer Ikea-Kiste meine ganzen Stoffbündel, die jetzt hier halt gerade trocken sind und sauber sind. Und die sind jetzt auch schon alle befüllt. Also da ist überall auch schon hier ein Windelvlies und so drin. Die kann ich alle so direkt anziehen. Dann habe ich hier eine Kiste mit Stilleinlagen, Cremes und ein Beißring, falls ihr irgendeine Beschäftigung braucht. Hier sind meine ganzen Einlagen, Pre-Falls und die ganzen anderen Einlagen von den Stoffwindeln. Und hier habe ich noch eine Kiste, da sind jetzt Ersatzhose, Ersatzbody und zwei Spucktücher und ein paar Söckchen. Ja, das werde ich nachher noch auffüllen, weil da brauchte ich jetzt vorhin schon einmal ein ganzes Outfit. Ja, aber das habe ich dann immer hier so drin. Ja, und das ist jetzt sozusagen hier unser Wickeltisch. Und die Kleinen bekommen jetzt erstmal einen Brei. Das ist Karotte, Zucchini, Haferflocken. So sieht er aus. Bin sehr gespannt. Haben wir noch nicht probiert. Wir essen im Moment die Babybrei von Jamro. Die sind wirklich richtig, richtig gut. Alles Bio-Qualität. Ja, und für uns gibt es heute Kartoffelpüree, junge Erbsen und Würstchen. Genau, das mache ich aber gleich. Aber erstmal ist die kleine Maus dran. So, hier kocht das jetzt. Ich fülle das hier mal um in diese Eventbecher. Und dann, ja, erhitze ich das immer hier im Flaschenwärmer. Und hier haben wir jetzt noch eine Portion für morgen. Ich mache das immer so halb-halb. Das passt immer ganz gut, weil so viel ist hier ungefähr. Ja. Ja, was hast du zu sagen? Ja. So, mein Lieben, ich bin jetzt bei Rossmann angekommen und die Kleine ist jetzt gerade leider eingeschlafen und ich würde sie so ungern wecken, aber ich ja, muss ja auch schnell wieder nach Hause, beziehungsweise bringt ja nichts, wenn ich jetzt hier auf dem Parkplatz stehe und die Kleine schläft und ich stehe hier und warte die ganze Zeit. Oh, da bewegt sich jemand. Ja, ich werde jetzt also schnell zu Rossmann hüpfen. Ich brauche ein paar Sachen und dann werde ich noch kurz zu Rewe hüpfen, das ist direkt hier nebenan, weil ich Puderzucker brauche. Ich habe nämlich gerade noch einen Kuchen gebacken zu Hause und da wollte ich jetzt noch Zuckerguss drüber machen. Deswegen kaufe ich gleich auch noch Puderzucker und noch ein paar andere Sachen wollte ich auch noch mitnehmen. Aber das zeige ich euch dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich noch hier drüben in einen Laden gehe, weil ich auch noch ein paar andere Sachen kaufen wollte. Das überlege ich mir aber noch. Genau. Ich habe gekauft zweimal Duschgel, Geilseife für die Stoffwindeln, reine Soda, reine Zitronensäure, eine Mundspülung und Natron. So, mein Lieben, ich bin wieder da und wir werden jetzt zusammen diese Müllermilch öffnen, weil im Moment gibt es hier wieder 50.000 Euro für die Munde Müllermilch. Ich glaube an sowas ja nicht, also beziehungsweise habe ich da sowieso nie Glück, aber wir werden es jetzt ausprobieren. Dann werdet ihr meine Live-Reaktion sehen. Und nein! Ich hätte schon gern 50.000 Euro. Naja, dann nicht. Schmecken tut sie trotzdem. So, und jetzt fahren wir nach Hause wieder. Kleine hier auch schon dabei. Ich muss mein Auto mal wieder aufräumen. Achso, ich kann euch mal zeigen, was ich letztens beim Flohmarkt mitgenommen habe. Schlafanzüge für die Motte habe ich nämlich mitgenommen. Einmal mit Miffy drauf, Größe 74. Einmal Batman. Dann der zweite von Miffy, der sieht so aus. Und der zweite von Batman sieht so aus. Genau, das waren jeweils so Sets. Ich habe beim Flohmarkt mitgenommen. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Ich habe übrigens voll das doofe Auto, weil ich kann hier durch mein Display hier meine Kamera hier gar nicht mehr hinstellen. Seht ihr hier? Kein Platz. Naja, gut. Ich werde jetzt nach Hause düsen. Kleine Mutter ist natürlich wach geworden, als ich sie rausgeholt habe. Aber ich denke, sie schläft gleich zu Hause noch vielleicht ein bisschen. Und ja, jetzt fahren wir erstmal nach Hause.
Felix hat nächste Woche Urlaub. Das freut mich richtig, weil ich hoffe, dann geht es auf der Baustelle richtig voran. Das wäre super, super cool. Vielleicht können wir dann schon zum Jahrestag der Baustelle, das ist nämlich jetzt in ein paar Tagen, vielleicht können wir das schon einziehen. Das wäre doch cool. Baustelle wird nämlich bald ein Jahr alt. Ja, gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall nach Hause düsen. Papa kommt auch gleich, ne? Und dann, ja, werden wir uns wiedersehen. Hallo, meine Lieben, und guten Morgen. Felix ist auch da. Er hat nämlich heute frei wie jeden Mittwoch. Und wir fahren jetzt, wie jeden Mittwoch eigentlich, zu Obi und kaufen wieder ein paar Sachen für unsere Baustelle. Da fehlt wieder einiges, um weiterzukommen. Und das wollten wir jetzt kurz machen und dann nehmen wir euch ein bisschen mit von gestern halt noch. Und ja, dann zeige ich euch, was wir gekauft haben. Und dann kann Peter nachher noch seine Meinung zu Wildfood sagen, ja? Wildfood. Ja. Ja. Machen wir so.